Yo Freunde, was geht ab? Ich bin's der Luca und willkommen zum nächsten FIFA-Video. Heute wieder zu einer Teambewertung. Und was ist das Team, mit dem wir angetreten sind? Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Teambewertung. Let's go. Ich werde es genauso machen wie letzte Woche. Das heißt, ich zeige euch nur noch die Spieler, die ich noch nie in einem Main-Team gezockt habe. Die Spieler, die ich schon mal gezockt habe, werden einfach nochmal ganz kurz bewertet mit einer kleinen Note. Und das war's dann auch. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den individuellen Taktiken. Dort hat sich eigentlich zu letzter Woche nicht viel getan, außer dass ich halt jetzt anstatt der 4-2-2-2 in der sehr defensiven Formation jetzt die 4-1-2-1-2, also eine enge Formation gespielt, einfach aus dem Grund, dass Petit und Henderson und Fernandinho da waren. Das heißt, es sind drei potenzielle Sechser, das heißt, ich kann nicht mit nur zwei Defensiven spielen, sondern mit drei Defensiven. Es war einfach mal ein Experiment, was ich ausprobieren wollte. Und es hat natürlich nicht schlecht geklappt. Ich verlinke euch das Video von letzter Woche nochmal oben, damit ihr nochmal sehen könnt, wie ich letzte Woche im Vergleich zu dieser Woche gespielt habe. Wir haben diese Weekend League 14 zu 6 geholt, was an sich okay ist. Wir hatten nicht so viel Zeit, diese Weekend League, deswegen nur Gold 3. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch Gold 2 oder Gold 1 holen könnten, wenn wir durchgezockt hätten. Aber jetzt war einfach nicht so viel Zeit da. Und das der Liga-Tot ist auch ja nicht so krass. Von daher geht das dann auch klar. Wie dem auch sei, wir haben Lacazette und James im Sturm gespielt, Sancho auf der 10, Fernandinho und Henderson auf der 8 und die einzige andere Formation, die wir danach gezockt haben, war die 4-2-1. Dort dann mit Henderson auf der 10, James und Sancho außen und Lacazette im Sturm, wobei ich sagen muss, ich habe meistens Henderson dann auf die 6 zurückgezogen und Fernandinho ausgewechselt, weil ich brauche da schon eigentlich einen 10er mit 4 Sternen Skills, ansonsten kann der Henderson das ja auch eigentlich. So, dann zu den paar Spielern, die wir letzte Woche schon hatten. Lacazette kriegt wieder eine 1, der hat wieder komplett rasiert, der hat wieder die meisten Tore gemacht, ist auch immer noch positiv und zwar mit Abstand. Fernandinho hat mir auf der 8 ein bisschen besser gefallen als auf der 6, deswegen kriege ich ihn diesmal eine 2+. Petit war mir auf der 6 leider ein bisschen zu langsam, da kriegt man keine 2+, sondern eine 2-. Der ist als alleiniger 6er ein bisschen zu viel unterwegs, als dass er da mit seinem 75 Pace dann hinterherkommen könnte. Roberto Carlos wird von Weekend League zu Weekend League schlechter, weil wir den einfach nicht mehr gegen die starken Spieler, die jetzt zum Trotz rauskommen, noch spielen lassen können. Der kriegt jetzt nur noch eine 3 von mir, aber wir werden nächste Weekend League eh was anderes bauen, also kein Roberto Carlos mehr als Linksverteidiger, von daher Abfahrt. Van der Sar hat diesmal gar nicht so viel gehalten, also er ist mir nicht krass positiv aufgefallen, ich gebe ihm einfach mal einen 1-, weil er ist halt, er macht keine Fehler, das ist halt das Wichtigste. Auf der Bank sind Kone und Ronaldo bekannte Gesichter, die haben wir ein paar Mal eingewechselt und kriegen beide eine 2, waren solide, aber haben uns also auch nicht gut durchgecarried. So, da kommen wir jetzt zur eigentlichen Teambewertung. Das sind sogar diesmal relativ viele Spieler, weil ich relativ viele untradable einbauen konnte. Fangen wir an mit unserem rechten Stürmer, das ist Daniel James. Der hat sich ziemlich nice gezockt, also der war schnell, hatte einen guten Abschluss und hat den Gegner auch immer wieder vor Probleme gestellt. Hat auch viele Vorlagen gemacht, also der kriegt von mir easy eine 2+. Einfach keine 1, weil er sich dann an sich trotzdem noch ein bisschen zu lost gezockt hat teilweise, also man merkt halt schon, dass er nur eine 86 hat, in Anführungszeichen, da fehlt halt teilweise irgendwo ein Set dann immer wieder, dass das noch nicht perfekt ist, aber an sich ist das ein heftiger Spieler. Jadon Sancho auf der 10 kriegt von mir eine 1-, weil er kann alles außer Longshots, also und halt Physis, aber Physis, jock. Er kann alles außer Longshots, er fühlt sich schnell, sein Dribbling ist überragend, also da kann man nichts gegen machen als Verteidiger fast. Pässe spielt er gut. Das einzige Problem, wie gesagt, die Longshots. Also für einen Zehner braucht man auch mal vielleicht ein bisschen einen Schuss von weiter weg. Und da hat er halt reingeschaut. Wenn er im Strafraum drin war, hat er die Bälle normalerweise reingemacht. Aber Schüsse von außerhalb hat man gemerkt, dass er die nicht so gut kann. So, dann unser Achter, Schrägstrich Zehner. Henderson kriegt eine glatte 2 von mir. Der lässt sich in jeder Hinsicht nice zocken, aber ist mir teilweise ein bisschen zu behäbig gewesen. Trotz der 10 Ballons plus durch Engine hat er sich manchmal wie so ein Stein spielen lassen. Und die 84 Pace haben sich auch nicht wirklich danach angefühlt. Also ich fand den, der hat sich schon relativ langsam gezockt irgendwie. Hat in diesen 20 Spielen 3 Tore und 8 Vorlagen gemacht, also ganz in Ordnung. War halt grundsolide. Wird auch im nächsten Team wieder eingebaut, von daher kann er sich dann nochmal beweisen. So, dann kommen wir zur nächsten 1 in diesem Team, nämlich Wan-Bissaka. Der war bis jetzt der beste Rechtsverteidiger, den ich gezockt habe. Der wird auch Stand jetzt bis zum Ende in meinem Team bleiben, weil ich nicht plötzlich noch einen heftigeren ziehe. Der war einfach krass. Der hat sich schneller gezockt als alles, was ich bis jetzt gespielt habe. Also ich habe auch nie einen schnelleren Spieler gespielt als Wan-Bissaka gefühlt. Weil er dann dadurch auch noch mit seiner Physis glänzt und auch dem Gegner ständig den Ball abnimmt. Der rennt gefühlt auch auf die andere Seite des Feldes und nimmt den Gegner noch den Ball ab. Der hat die Gegner rechts echt abgefuckt. Ist so das Gegenstück zu Roberto Carlos. Der hat die Abwehr schon fast zusammengehalten als Rechtsverteidiger, was schon traurig ist. Dann zu Kabak und zu Yunchu. Ich gebe zu Yunchu eine 2-, weil er sich ähnlich wie Kabak gezockt hat, aber weniger Zweikämpfe gewonnen hat und im Aufbau- und Kopfballspiel nicht so stark war wie Kabak. Er war nicht schlecht, aber nochmal muss man den auch nicht spielen. Der ist halt in Ordnung als Verteidiger, aber ich würde dann in seiner Karriere dem tausendmal vorziehen. Kabak dasselbe, nur dass seine Pässe meiner Meinung nach ein bisschen besser waren.
90 kurzer Pass spricht für sich. Der war auch im Zweikampf ein bisschen präsenter, Kopfballspiel auch. Kopfballspiel kann er, 97 Sprungkraft spricht für sich. Aber dem fehlt auch noch irgendwas zu einem perfekten Verteidiger. Sei es vielleicht ein bisschen Aggressivität, ich weiß es nicht. Der lässt sich auch noch nicht so zocken, als würde er jedem einzelnen Stürmer den Ball wegrätschen können. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu langsam inzwischen, aber ich weiß es nicht. Er kriegt auf jeden Fall nur 0-2. Und dann noch zu unserem Sub, Matheus Pereira, der kriegt 1-. Den kommt man für Sancho oft einwechseln, weil als wenn ich gemerkt habe, ich komme nicht gut in den Strafraum rein, dann brauche ich ein paar mehr Longshots, dann kam Pereira. Und der hat die Dinge eigentlich immer ganz gut gemacht. Der war gut spielbar, auch als Sub voll nice. Die Stats sind jetzt ein bisschen übertrieben, weil ich den auch viel in Squadpadels letzte Zeit gezockt habe. Aber an sich ein guter Sub, 1-, passt für den. Gut, und wir sind ziemlich durchgerusht durch die Teambewertung. Ich würde sagen, das war es dann auch soweit. Wenn es euch gefallen hat und wenn euch mein Content generell gefällt, lasst gerne ein Like da und auch auf jeden Fall ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich auch rein, ihr auch rein. Tschö.